Du kannst auf jeden Fall lächeln. Zuerst mal herzliche Gratulation, was für ein Film. Was, du hast ihn schon gesehen? Ja, super. Ja, was hat dich fasziniert, da mitspielen? Ja, also einmal Englisch, oder? Es ist immer spannend, nicht in der Muttersprache zu spielen. Dann sind das ja auch als Berner. Und als Berner Schauspieler, als ich von diesem Projekt gehört habe, dachte ich, wieso läutet bei mir das Telefon nicht? Und dann irgendwie, aber das war ganz am Anfang. Und dann läutet mir der Johannes an. Sie hat da so einen psychopathischen Wissenschaftler und dann habe ich gesagt, ja, schick mal das Buch und dann habe ich es gelesen und gefunden, ja, auf AV. Und dann komme ich also jetzt Bümplitz in das Studio, also quasi in die Lagerhalle, wo sie es aufgebaut haben. Und da habe ich einfach gewusst, das war wie damals beim Steini nach der Galken, die Wohnung von Klaus Koschka, das Rapperswil in so ein Industriegebäude reinbauen. Und wenn ich da hinkomme, habe gefunden, wow, das wird super. Und genau das gleiche Gefühl habe ich jetzt echt fast 30 Jahre später gehabt. Als ich in das Studio von Mad Heidi bekommen, mit so viel Liebe zum Detail, dann habe ich gewusst, das sind einfach Leute, die lieben, was sie machen. Und habe gewusst, das ist auch das Richtige. Was wäre denn dein persönlicher Albtraum für eine mögliche Todesart? Im Film gibt es ja Tod durch eine Toblerone, ja, Tod durch ein Victorinox oder Fondue Boarding. Was, wenn du jetzt müsstest aussuchen, was... Also, ich darf ja nicht verraten, was mit meiner Figur passiert, oder? Aber wenn ich könnte wählen, würde ich natürlich überleben, oder? Und auf jeden Fall nicht Fondue Boarding. Nicht Fondue Boarding. Das wäre Horror. Was denkst du international? Wie wird der Film funktionieren mit all diesen herrlich verulkten Schweizer Klischees? Aber es ist schwierig, weil ich den Film nicht gesehen habe. Wirklich etwas sagen. Was ich ein kleines Gefühl habe, dass er natürlich einen Zeitnerv könnte treffen, dadurch, dass der Diktator von der Schweiz nicht nur ein Politiker ist, sondern auch der Wirtschaftschef. Okay? Also du hast an der Macht jemanden, der für eine Firma steht, und zwar die einzige, die noch Käse herstellt. Whatever Land, ich glaube, das spielt nicht so eine Rolle. Sondern dass ein Wirtschaftsführer der Diktator von einem Land ist, hat man glaube ich auch schon gehabt, auf unserem Planet. Und dass da jemand kommt, der eben Heidi ist aus der Natur und denen mal zeigt, wo es lang geht. Und ich glaube, das könnte den Zeitnerv treffen. Zudem sollte es glaube ich sehr lustig sein, oder? Danke vielmals und toi 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 für den Film, Pascal. Tschüss. Ciao. Zuerst einmal herzliche Gratulation euch beiden zu dem Wahnsinnsfilm. Wie sind ihr zu diesem Projekt gekommen? Ja, es hat fast ein bisschen aus Verzweiflung angefangen, kann man sagen, weil wir sind halt Genre-Fans und es ist sehr schade, dass es in der Schweiz keine Genre-Filme gibt. Und da haben wir gefunden, das muss man doch irgendwie ändern. Und ich habe dann schon erwartet, dass jeder wird sagen, ja, dann musst du den Film ins Ausland machen, so etwas kannst du in der Schweiz eh nicht machen. Und dann habe ich angefangen überlegen, was könnte man machen für einen Genrefilm, den man nur in der Schweiz machen kann. Und ja, da bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, man könnte die Schweizer Heimatfilm-Klischees nehmen und die mit Exploitation- und B-Movie-Klischees vermischen. Und so war eigentlich die erste Idee für das Konzept da gewesen. Und erst dann sind wir auf die Heidi gekommen als Hauptfigur. Was denkt ihr, wie wird der Film im Ausland funktionieren mit all diesen wunderbaren Klischees aus der Schweiz? Ich glaube, es wird ziemlich gut funktionieren. Wir haben schon eine Vorahnung davon bekommen in Brüssel an der Weltpremiere, wo das Publikum absolut durchgedreht ist und wir eben auch den Publikumspreis haben gewonnen. Eigentlich haben wir fast das Gefühl, im Ausland können sie sich ein bisschen weniger kritisch oder mit weniger Vorbelast, wie sagt man das,
geniessen. Also sind wir jetzt eigentlich recht gespannt auf heute Abend, so wie es das erste Mal das Schweizer Publikum sieht. So. Toi, toi, toi und vielen Dank. Tschüss zusammen. Merci, ciao.